liebe Ladies und auch willkommen, liebe Herren, auf dem Body-Api-Frauen-Kanal. Ich habe heute ein knackiges Upper-Body-Workout für euch vorbereitet. Und ganz kurzer Hinweis noch, heute ist ja Nikolaus, Happy Nikolaus. Und ich habe mir für den Weihnachtskalender das Frozen Yogurt Raspberry ausgesucht. Und das gibt es heute für unschlagbare 15 Euro. Also ja, wenn ihr noch nicht zugeschlagen habt, tut's. Solange der Vorrat reicht, ist es da und genau. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, vielleicht für den Freund oder ähnliches, es gibt auch eine mega coole Weihnachtsbox. Also schaut da auch nochmal im Shop vorbei. Und mit dem Code MARA5 spart ihr nochmal 5%. So, genug Werbung am Rande. Jetzt geht's los mit dem Rücken-Workout. Can't stop screaming, moved up in way too long. Ihr braucht unsere Bänder dafür oder wenn ihr andere Bänder habt, nehmt natürlich die. Und wir starten mit dem Latzug. Dafür braucht ihr eine Türklinke und das Band Stärke eurer Wahl. Genau, klemmt das Band einmal um die Türklinke rum, kniet euch am besten vor die Türe, sodass ihr richtig schön dann auch in den Rücken ziehen könnt, geraden Rücken, das Band schön straff halten, auf Spannung halten und hinten die Schulterblätter zusammenziehen, nach hinten unten ziehen. Ja, so viele Wiederholungen, wie ihr schafft, idealerweise 12 bis 15 Stück und das Ganze dreimal wiederholen, noch besser viermal. Nächste Übung ist das klassische Rudern im Grunde. Wir setzen uns auf die Matte oder auf den Boden, auf den Teppich, wo auch immer, was ihr habt, schnallen uns das Band um die Füße und lassen das Band auch immer schön auf Spannung, gerade sitzen, gerader Rücken, gestreckte Arme, richtig schön ranziehen. Richtig schön hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Also richtig schönes klassisches Rudern. Geht super mit den Bändern, ideal für den Rücken. Dann die nächste Übung habe ich für die hintere Schulter mir ausgesucht für euch. Das Band kann in der Position bleiben, wie es ist. Vielleicht einen kleinen Grad weniger, also das leichtere Band. Je nachdem, in welchem Trainingszustand ihr seid oder welche Power ihr habt. Und dann machen wir schön die fliegende Bewegung nach oben hinten, haben die hintere Schulter und auch noch ein bisschen rund ums Schulterblatt alle Muskeln mit dabei. Auch hier 12 bis 15 Wiederholungen und 3 bis 4 Durchgänge. Als nächste Übung setzt ihr euch auf das Band, also ihr bleibt in der Grundposition so am Boden sitzen, setzt euch aber auf das Band und nehmt es seitlich, schaut, dass die Ellbogen zwischen dem Band sind und richtig schönes Schulterdrücken. Richtig schön nach oben pressen, die Schulter richtig schön squeezen quasi, richtig schön nach oben. Ihr werdet es auf jeden Fall spüren und davon auch 12 bis 15 Wiederholungen und 3 bis 4 Durchgänge. Als nächste Übung, die fünfte Übung im Workout, ist die Brust dran. Und dazu legt ihr euch einmal auf den Rücken, habt über die Schulterblätter das Band gespannt, sodass ihr es schön seitlich greifen könnt und schön fliegende nach oben, schön drücken, die Arme relativ gerade gestreckt lassen, sodass ihr richtig schön die Spannung merkt und dann oben richtig schön nochmal in die Brust, dass es richtig schön in der Brust merkt. Also richtig schön nach oben und oben nochmal richtig schön zusammen squeezen, sodass ihr auf jeden Fall einen guten Pump habt in der Brust. Als letzte Übung habe ich den Trizeps noch mit reingenommen und dazu bleibt ihr sitzen auf dem Band, also wieder in die vorherige Position und das Band hinterm Kopf greifen und richtig schön über Kopf ziehen. Richtig schön nach oben ziehen in den Trizeps, sodass ihr da richtig schön den Trizeps merkt. Unten die Spannung auch nochmal halten und dann nach oben richtig schön zur Decke ziehen. Genau, das sind meine 6 Übungen, die ich heute für euch vorbereitet habe. Schönes Upper Body Workout und genau, kombiniert es gerne noch mit den anderen Workouts, sodass ihr einen Ganzkörper-Workout habt. Nehmt den Bauch noch mit dazu, schaut dazu nochmal in das Bauchvideo, was ich euch schon präsentiert habe. Und genau, schaut weiter bei Facebook und Instagram vorbei, schreibt fleißig weiter in die Kommentare, abonniert den Kanal und bis ganz bald, eure Mara. Can't stop screaming, moved up in way too long. My curse so right, so wrong.